Hi Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 2. Wir haben im letzten Part ja, alles hier ein bisschen verteidigt. Wir haben hier nochmal welche rübergeschickt, damit die hier auch verteidigen können. Hier greifen wir an. Und ja, bisher gab es keine großen Schwierigkeiten. Was ist mein Mönch? Tja. Ja, den Turm haben sie fast eingerissen, aber auch nur fast. Ja, hier kommen sie gar nicht weiter. Ist hier was los? Natürlich ist hier was los. Wir haben es dann noch geschafft, es einzureißen. Man kriegt auch nicht mit, wann das hier angegriffen wird. Egal. Wir müssen noch ein paar Minuten durchhalten. Kann sein, dass die Spielgeschwindigkeit höher ist, weil die Zeit schneller läuft. Wahrscheinlich. Er hat keinen Bock zum Kämpfen, deswegen geht er erstmal Umwege. Hä? Jetzt ändert er plötzlich seine... Na egal. Soll ich das angreifen und das angreifen? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist hier unten auch noch irgendwas, oder? Naja, wir werden auf jeden Fall erstmal warten, bis die Zeit um ist. Und dann mal schauen, was er von uns möchte. Ich hätte die wahrscheinlich da einstellen können, dann hätten sie die gleich platt gemacht. Egal. Was macht ihr da? Geht da mal wieder rein. Das hier wird gar nicht angegriffen, was eigentlich ganz nice ist. Das ist bestimmt voll der Hinweis. Oh Mann. Halt auf, so weit wegzulaufen. Das wird doch dumm. Wisst ihr was? Ich stelle euch alle einfach auf das Gleiche. So. Wie gar nicht mal auf so dumme Ideen kommt. So. Sind sie jetzt klüger? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nein, aber... So, Angriff. Ihr auch. So. Ich habe mit Kanonieren gedroht und auf dem Grunde nichts draus. Ah, wo war ich angegriffen? Hier? Nein. Ganz einfach, wo war ich angegriffen? Hier oder was? Hm. Okay. Habe ich den gewonnen? Verteidigen? Nee, ich soll nur verteidigen. Hauptmission. Dass die Bewohner in der Nähe nahegelegenen Dörfer. Ja, ein bisschen beschützt habe ich die, außer das hier. Egal. Ich denke mal, es ist nicht ganz so schlimm. Hauptsache, wir können so alles hier. So. Sterb. Ich glaube, ich habe hier welche verloren. Macht aber nichts. Ah, das Ding kann ich eigentlich auch abreißen, aber ich weiß nicht, ob ich jemals... Moment, der Mönch ist verletzt. Ernsthaft, statt da lang zu gehen und dann da hoch, geht er einmal außen rum. Ich verstehe diese Einheit nicht. Egal. Nee, ich habe keinen verloren. Ich habe immer 200. Perfekt. So, noch ein paar Sekunden, dann haben wir's. Was auch immer der hier macht. So, 5, 4, 3, 2, 1, das ist doch die Finisher. Ich habe einfach gewonnen. Ich musste die anderen gar nicht töten. Das war die einfachste Mission seit langem. Okay. Nehme ich an. Leider trennten sich hier unsere Wege.
Von ihrer Mordlust getrieben, stürmten die Türken den Hof der Burg Poenari und plünderten die Festung, die wir so hartnäckig verteidigt hatten. Als ich mich in einem der geheimen Tunnel verbarg, sah ich Draculias Boot den Fluss hinabgleiten. Hat sie verpisst? Die steinernen Befestigungsanlagen von Poenari fingen kein Feuer und ich überlebte. Wie als Zeichen Gottes wurde die abziehende türkische Armee von einer Lawine verschüttet, die auch den Weg zur Burg blockierte. Diese göttliche Vergeltung schien unseren Gastgeber aufzumuntern. Doch vermutlich war es vielmehr das Werk von Kanonenfeuer. Der Stimmungswandel unseres Gastgebers war nicht gerade beruhigend. Rufe von Wolf und Fledermaus füllten die Luft, während wir aßen. Der alte Mann schien ganz in Erinnerungen an längst vergangene Zeiten versunken. So, was haben wir als nächstes? Die Nacht bricht herein. Oh. Endlich setzte der alte Krieger seine Geschichte fort. Es vergingen 12 lange Jahre. Ich war allein und wartete sehnlichst auf ein Zeichen von Draculias Rückkehr. Das ist doch nicht. Ich sah nur türkische Marodeure, die über dieses einst wunderschöne Land herfielen. Nur eins bewahrte mich vor Verzweiflung. Es waren die letzten Worte meines Herrn. Das Versprechen seiner Rückkehr. Ich wiederholte diese Worte jeden Tag und schwor mir, dass er Recht behalten würde. Es war eine närrische Hoffnung, aber die einzige, die mir blieb. So harrte ich aus. Draculia hatte genügend Nahrung und Wasser in die Burg geschafft, dass eine ganze Armee Jahre davon leben konnte. Das nicht schlecht. Glaubte ich, er würde nie zurückkehren. Doch ein Gerücht unter den Dorfbewohnern belehrte mich eines Besseren. Ich belauschte es eines Tages, als ich türkische Patrouillen beobachtete und schöpfte Hoffnung. Ich schauderte beim Anblick des Landes, in das er zurückkehren würde. Eines Tages erwachte ich vom Donnern der Hufe und von den Kriegsschreien der Soldaten, die die Karpaten herabstürzten. Es war Draculia, der an der Spitze einer ungarischen Armee ritt und gekommen war, um uns vom Joch der Türken und ihrer walachischen Marionette Basarab Lajota zu befreien. Cool. Müssen wir jetzt diesen Angriff anführen? Gewinnen Sie die letzte. Ne, die erste Schlacht gegen Streitkräfte aus Mann. Hä? Oh, da schon wieder. Zurück, zurück! So, habe ich einen Mönch? Ne, Kanonier. So, macht sie fertig. Draculia, treibt diese türkischen Invasoren und bringt die Festung von Shabbats wieder in euren Besitz. Okay. Ranben. Wir haben auf jeden Fall einen Mönch, das ist schon mal mega. So, wo ist jetzt Draculia? Sehe ich den nicht, oder? Ich könnte ihn schon mal verbessern. Einfach mal kaufen. Ich weiß nämlich nicht, was ich sonst mit den Rohstoffen machen soll. Wenn ich die schon nicht zum Verbessern nutzen. So, erstmal alle heilen. Soll wahrscheinlich da rechts lang. Trotzdem mal links laufen. Einfach mal zu gucken, was der hier hat. Wow, 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 zurück. Das habe ich voll übersehen gerade. Naja. Solgaltar. Allure.
So. Soll ich das da erobern? Kann gut sein, was wir tun sollen, ne? Wir machen das einfach. So, wenn wir es erobert haben, dann sollten da die Angriffe schon mal aufhören. Dann soll ich das da erobern. Oha, oha. Nein. Ach komm, geht doch mal aus dem Weg. So. Du dahin, du dahin. So, nimm's wieder weg. Hallo? Angriff? Meine Einheiten sind strunzendoof. Was machst du da? Wow. So, rein da. Ah, guck mal, das gehört jetzt uns. Nice. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass die uns das schenken, aber... So, Angriff. So, dann gehen wir hier unten lang, um da vielleicht hinzukommen. So, aber erstmal heilen wir uns. Wo ist mein Mönch? Da. Natürlich ganz weit weg. Wie sollte es auch anders sein? So, heilt mal schön. Wo kommt der Angriff her? Also wie lange sie einfach brauchen, den zu erschießen. Hammer. Mönch? Er will einfach nicht arbeiten. Er will einfach nicht arbeiten. Schieben wir weiter. Wenn er da durchkommt, kommt wieder auch durch. Vielleicht soll ich auch da lang kommen. Hallo, Angriff? Mann, der hört auch nicht auf. Jawohl, er schießt sie alle. So, weiterer Angriff. Gott, die sind aber langsam wegen den Dingern da, ey. Zack. So,
So, Mönchi. Ich wollte gerade sagen, gut gemacht, aber nein. Nein, nein, nein. Zurück. Guck mal. Kriegen wir doch wieder geschenkt. Ha. Man muss ja immer so aggressiv sein und alles angreifen. Unentwickelte Angriffe. Stopp. Der Mönch muss erstmal arbeiten. So, soll ich das wirklich einnehmen? Das ist verbündet. Die sind Feinde. Wenn ich die heimlich töte, die Türme sollten mich eigentlich auch nicht angreifen. Sollte es ja passen. Aber ich werde erstmal die Blauen hier, glaube ich, kaputt machen. Oder? Osmanische Armee. Vielleicht ist das doch nicht so klug. So. So. Ob ein Mönch da wirklich gegen anheilen kann. Ich meine, ja, wenn ich ein bisschen Ruhe habe hier, dann könnte er das. Aber mein Anhalten sind immer ein bisschen blöd. Das wissen wir ja mittlerweile schon. Na ja, genau. Macht sie kaputt. Ich sollte die vielleicht mal kopieren. Ja, vernünftig aufteilen halt. So, dann. Die hören aber auch nicht auf. So. Du dahin, du dahin. Nein, du bist zwei. Könnt ihr mal zurückkommen? Dieser Gruppe 1, dieser Gruppe 3. So, schicke ich den Mönch mich nicht die ganze Zeit hin mit nach vorne, sondern lass ihn einfach stehen, dann heilt er automatisch besser, als wenn ich ihn, ich ihn immer mit der ganzen Gruppe bewege. Muss die Heilwirkung ja ein bisschen erhöhen, auf jeden Fall. So, auch nochmal. Danke. So, leider nur einen einzigen Mönch. So. Dass ich nicht immer so dämlich wegbewegen würde, ne? Das wäre echt traumhaft. Zack, weg damit. Wieder voll heilen lassen. Die Lanzenträger sind aber auch echt schnell weg, oder? Alter Schwede, sterben die schnell. Ich weiß ja, dass sie einnehmen und so, aber
eigentlich die Heinis hier gerade ein bisschen platt machen. So, wieder zurück. Na komm, hier. Den auch nochmal schnell. So, hier läuft den Turm wieder an. Und ihr hört auf, irgendwas anzugreifen. So, das Ding könnt ihr angreifen. Ist vollkommen in Ordnung. Kannst du das bitte angreifen? So. Seid ihr geheilt? Noch nicht ganz. So, bitte den da. Nein, 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 ja, wie viele Stationen haben die denn? So. Die produzieren schon mal nicht mehr. Perfekt. So. Auch das Ding gehört uns. Ich weiß immer noch nicht, wo die alle herkommen. Jetzt werde ich wahrscheinlich trotzdem erstmal zurückgehen und die da platt machen. Bam. Bam. So. Mönch ist fertig? Alles klar. So. Hier geht dahin. Okay. Ich weiß echt nicht, warum. Okay, lasst euch ablenken. So, Angriff. Alter, wie soll ich das denn besiegen? Okay, ich muss die Lager erobern. Wow. Das sind viel zu viele, die da gerade rumstanden. So, Angriff. Bitte zu schnell. Mist, jetzt haben wir meinen verloren. Hallo? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss die aus meinem Lager. Aber zum Glück sind das nur vier. Drei habe ich ja schon. Okay. Ich hoffe, das wird nicht allzu krass, aber das waren mir zu viele für meine Armee. Das hätte ich nicht hingekriegt. Auf gar keinen Fall. Und was wäre passiert, wenn ich jetzt nach rechts gegangen wäre, da den Weg lang? Keiner weiß das. Man wird es nie herausfinden. So, aber wir beenden hier den Part und ja, guck mal, wie wir das weiter angehen, bis wir die da kaputt haben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.